Feststellen, ob zu dieser Versammlung Christen eingeladen worden ist. Gibt es hier gegen Widerspruch? Das sehe ich nicht. Dann ist die Versammlung so beschlussfähig. Bei der Versammlung sollen Kurmat-Mitschnitte gefertigt werden zur Sicherung der Protokollierung. Gibt es Bedenken? Das sehe ich ebenfalls nicht. Seit dem letzten Parteitag, am 5. Dezember 2015, haben sich Änderungen in verschiedenen Vorständen bzw. Neuwahlen stattgefunden. In Oxford-Schlebusch ist neu gewählt worden gegenüber dem früheren Vorsitzenden Peter Seeben, den ich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich für seine erfolgreiche Tätigkeit danke. Ulrich Ruckulat, und zwar am 3.3.2016. In dem neu gegründeten, durch den Zusammenschluss der Oxfordwände Küppersteg und Bürich, gegründeten Oxfordwände Küppersteg und Bürich, ist der Jan Kauf am 16.02.2016 gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kauf. Relativ neues Gesicht im Kreise der Oxfordwandsvorsitzenden. Die Art und Weise, wie er sich in dieser Versammlung verhalten hat, bei der ich anwesend war, hat mich sehr beeindruckt, weil er da sehr spontan zugegriffen hat in einer Situation, wo es Schwierigkeiten gegeben hätte, ansonsten als Vorsitzender zu wählen. Sowas verdient Bewunderung. Und man kann auch sagen, Herr Kauf ist sehr engagiert in seiner Arbeit als Observanzvorsitzender. Vielen Dank. Neu gewählt worden statt des früheren Vorsitzenden Bernhard Osbach bin ich ebenfalls sehr herzlich für seine erfolgreiche und engagierte Tätigkeit danke. Ist im Ortsverband Lützenkirchen Frau Irmgard Bach-Bennemann. Ich freue mich, dass Sie jetzt in der Kreiskonferenz dabei sind. Junge Union ist bestätigt worden Lukas Melzig. Zu Recht für seine engagierte und erfolgreiche Tätigkeit in den letzten Jahren. Und das Gleiche gilt für den OMV, in Person von Rudi Pavelka bei der Neuwahl am 23.01.2016. Wir kommen jetzt zu den Regularien. Gibt es Änderungs- oder Ergänzungswünsche zu der vorliegenden Tagesordnung? Das ist nicht der Fall, dann ist die Tagesordnung so beschlossen. Wir kommen jetzt zur Wahl eines Schriftführers, einer Schriftführerin, um die Versammlung ordnungsgemäß zu protokollieren, müssen wir einen Schriftführer wählen. Wir schlagen vor Mario Pölzchen. Gibt es Gegenvorschläge? Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Dann einstimmig so beschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Mario Pölzchen. Dann gilt auch hier, wir müssen eine Mandatsprüfung Kommission wählen. Dem kommt eine besondere Bedeutung zu, wie wir gleich noch erfahren werden. Nach der Verfahrensordnung ist das entsprechend notwendig. Für diese Aufgabe schlagen wir vor Michaela Kipadumann, Inge Lelikens, Angelika Hittmann und Rosemarie Stahlberg. Gibt es dagegen Widerspruch oder Ergänzungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Enthaltungen, dann einstimmig so angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Wie ich eben schon gesagt habe, obliegt dieser Mandatsprüfungskommission die Prüfung der Stimmberechtigung der anwesenden Mitglieder. Diese Prüfung wird dann gleich durchgeführt sein, nachdem sich alle eingetragen haben. Wir kommen jetzt zur Wahl von Stimmzählern. In Ihren Unterlagen finden Sie den Vorschlag für die Wahl der Stimmzählkommission. Die ist identisch mit der Stimmkommission von vorhin. Ich bitte um Mitteilung, ob auf eine erneute Verlesung verzichtet wird. Ich sehe dagegen keinen Widerspruch. Dann die Anwesenheit. Da sind einige nicht mehr da, Herr Schreiber, dann muss ich verlesen und die Anwesenheit prüfen. Nils Lange. Nils Lange ist noch da. Michael Brandenberg ist auch noch da, Horst Richardshagen ist auch noch da, Ute Pesch-Dober,
ist nicht mehr da. Janik Klein ist noch da. Nadine Dagerford ist auch noch da. Gisela Scheimer ist auch noch da. Genau. Erik Pelzer. Aber er ist noch da. Prima. Moritz Dahm ist auch. Ah, genau. Irgendwann nach Wellenmann habe ich gesehen. Ja, da Wollenhaupt ist nicht mehr da. Liane Harter ist noch da und Michael Gober ist nicht mehr da. Ich denke aber, die Stimmzähler werden reichen. Ich bitte deshalb um das Handzeichen, wer für die Stimmzählerkommission wieder vergeben hat. Form, Gegenstimmen, Enthaltungen, keine, dann durchgeschlossen. Dann kommen wir jetzt zur Wahl in der Antragskommission für den Kreisparteitag Römisch 2 2016. Zur Vorbereitung des nächsten Parteitags ist es angezeigt, bereits heute eine Antragskommission zu bestimmen, die die eingehenden Anträge prüft und Empfehlungen ausspricht. Der Vorstand schlägt Ihnen folgende Mitglieder vor: Annegret Bruchhausen-Schulich, Joachim Lücksch, Christopher Grafhaus, Albrecht Romankowski und Rüdiger Scholz. Gibt es als stellvertretendes Mitglied Irmgard von Schmidt-Rickowski? Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann einstimmig so gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen jetzt zum Bericht des Kreisvorsitzenden. Marian Hölzchen sagt gerade, noch nicht alle hätten sich in die Liste erneut eingetragen für den Kreisparteitag. Wir werden einen Antrag zu besprechen und zu beschließen haben. Deswegen ist es wichtig, dass alle eingetragen sind. Ich sehe nicht, dass einer sich nicht eingetragen hat. Gut, wir kommen zum Bericht des Kreisvorsitzenden. Aufgrund der vorgerückten Stunde werde ich mich äußerst kurz fassen, wenn Sie nichts dagegen haben. Meine Damen und Herren, ich berichte kurz über die Vorstandsarbeit. Wir haben uns ja am 5.12.2015 neu gefunden mit dem neuen Kreisvorstand und haben natürlich dann auch sofort konstituiert und die Vorstandsarbeit aufgenommen. Wir haben eine Klausurtagung gehabt, auf der wir die Ziele für die nächsten 2 Jahre definiert haben. Insbesondere haben wir dabei Arbeitskreise gegründet zu den nach unserem Dafürhalten wichtigen kommunalpolitischen Themen, die natürlich wie in allen Bereichen geprägt sind, zunächst einmal von der Flüchtlingsthematik. Hier werden wir Lösungen anzubieten haben und auch begleitend zu der jeweils stellenden Situation. Diesen Arbeitskreis leitet Lukas Melzig, der sich auch aus baupolitischen Gründen mit diesem Thema in Opladen sehr stark beschäftigt hat. Dann haben wir die Autobahnthematik, die zwar nicht in unserer Entscheidungshoheit liegt, aber gleichwohl natürlich von uns begleitet und beeinflusst werden muss. Wir haben Arbeitskreis Wohnraumentwicklung unter Federführung von Rüdiger Scholz. Da müssen wir sehen, dass wir ein ausgewogenes Wohnraumkonzept für Leverkusen haben, dass wir für jeden, der sich hier niederlassen will, in Leverkusen angemessenen Wohnraum finden. Das heißt, ein angemessenes Verhältnis zwischen Geschosswohnungsbau, sozialem Geschosswohnungsbau und Einfamilienhaus-Wohnungsbau. Rüdiger Scholz wird sich mit diesem Thema beschäftigen. Mit dem Thema Bildung, Schule, Kindergärten wird sich eine von Gisela Schumann geführte Gruppe beschäftigen und Infrastruktur, Wirtschaft wird sich eine Gruppe unter meiner Leitung beschäftigt. Die Gruppen sind teilweise schon zusammengetreten. Die Arbeit wird insbesondere in den Ergebnissen im zweiten Kreis, in unserer zweiten Kreis, wir haben so zweiten Kreisparteitag in diesem Jahr vorgestellt. Wir haben dann zu bemerken, also das ist jetzt eine persönliche Bemerkung von mir, wir haben auch mit dem neuen Vorstand
intensiv die Zusammenarbeit mit der Fraktion, insbesondere mit dem Fraktionsvorsitzenden, fortgesetzt. Wir werden so zum Beispiel am 3.5. eine gemeinsame Veranstaltung durchführen zum Thema Flüchtlingspolitik, eine Podiumsdiskussion, die von Partei und Fraktion gemeinsam veranstaltet wird, damit die Themen eben auch gebündelt von uns allen behandelt werden können und auch in die Kommunalpolitik dann entsprechend einfließen. Diese Zusammenarbeit mit dem mit der Fraktion und dem Fraktionsvorsitzenden insbesondere ist wohltuend. Sie ermöglicht es uns sehr unmittelbar, die Arbeit des Kreisvorstands in die Umsetzung der Kommunalpolitik im Rat zu bringen. Und dafür danke ich dem Thomas einfach mal sehr herzlich, dass diese Möglichkeit und auch unser persönliches gutes Verhältnis das ermöglicht. Ja, damit möchte ich schließen. Wesentliche andere Punkte hätten wir noch sicherlich zu besprechen, möchte ich aber heute aufgrund der fortgeschrittenen Zeit von absehen. Und würde jetzt dem Thomas einmal machen, das Wort. Ich habe ja Essen auf dem Kürzen, sagt Thomas. Dafür. Meine Damen und Herren, nachdem offensichtlich auch schon Marte Mozzarella hier ihren Platz gefunden hat, darf ich Sie auch sehr herzlich begrüßen. Natürlich habe ich was vorbereitet für heute Abend, was die wesentlichen Themen der Fraktion anbelangt. Das Thema Kultur, das uns sehr beschäftigt, das Thema Integration. Frank Schönberger hat es gerade schon mal angesprochen mit Verweis auf die Veranstaltung, die wir am 3. Mai vorgesehen haben. Gleich gibt es ja noch einen Antrag von Rudi Müller dazu, den ich sehr begrüße. Das Thema Wirtschaftsförderung, dem wir uns verstärkt widmen werden. Wir haben uns geäußert sehr umfassend zu dem leidigen Thema der Abfallgebühren. Viele von Ihnen werden das Schreiben der Stadt gesehen haben. Und aktuell heute konnten Sie der Presse entnehmen, das Thema Hupsi, eine möglicherweise schlimme oder schlechte Entwicklung für unser ÖPNV-Unternehmen hier in der Stadt, was wir hoffen, abwenden zu können. Zu all dem könnte ich jetzt etwas sagen, mit Blick allerdings auf die Uhr und auch auf die gelichteten Reihen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich darauf heute Abend verzichten wollen. Wir reichen das gerne schriftlich an alle Mitglieder nach, dann kann man das in Ruhe auch nochmal nachlesen. Ich glaube, die Trauer darüber, dass ich heute nicht ausführlich vortrage, hält sich wahrscheinlich in Grenzen, vermute oder unterstelle das zumindest mal. Nehmen Sie mir das nicht übel. Ich denke, wir sollten die Zeit heute Abend dann doch lieber nutzen für unseren Bundestagsabgeordneten Helmut Lohmann. Wir kriegen jetzt sozusagen die A-Karte zugeschoben, aber ich möchte gerne noch die Gelegenheit nutzen, die Minute, wenn sie mir geht. Ich möchte ganz herzlich Rüdiger Scholz gratulieren für das überzeugende Ergebnis, das du heute Abend hier bekommen hast. Die erste Hürde hast du genommen, souverän genommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die CDU, dass du im kommenden Jahr die nächste Hürde nehmen wirst. Ich glaube ganz einfach, bin davon überzeugt, Leverkusen braucht eine deutlich engagiertere Stimme in Düsseldorf als die, die wir heute dort sitzen haben. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Die CDU hier vor Ort ist inhaltlich gut aufgestellt. Wir haben alle Chancen, wir haben eine starke Position, obwohl wir nicht mehr den Oberbürgermeister stellen. Es gibt praktisch keine Mehrheit gegen uns. Insofern können wir unsere Anliegen auch umsetzen, wenn wir es denn wollen und vor allen Dingen, wenn wir auch zusammenstehen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür und dann können wir das schaffen, nicht nur mit dir nächstes Jahr im Land, sondern dann natürlich auch in der Folge mit unserem Bundestagsabgeordneten Helmut Nowak dann nächstes Jahr bei der Bundestagswahl und dafür werden wir alles tun. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas Eimermacher. Wir haben jetzt das Ergebnis der Mandatsprüfung. Insgesamt sind noch 63 stimmberechtigte Mitglieder angemeldet. Wir kommen dann jetzt zu dem Vortrag von Herrn Lohmann. Ich habe es auch
6 Thema, die politische Lage nach dem Landtagswahl im März. Und angeregt ist, dass wir danach noch diskutieren. Wir werden sehen, wie weit der Bedarf ist und wie das was möglicherweise nach dem erschöpfenden Vortrag von Helmut Gorreit überhaupt noch ein paar offen bleibt. Komm, das passt dann eh wieder. Ja, besten Dank für die Karte, die Ihnen gerade beschrieben wurde. Ich stelle jetzt die Frage 7 oder 15 Minuten? Frage 5. Ja. Ich versuche es mal auf jeden Fall stark zu kürzen. Die meisten sind alle in dem Fall schon doch gut angegriffen hier nach der langen Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, dass für die Flüchtlingsding einige die fragen wollen, weil ich hatte einige Dinge eigentlich sagen wollen zu der ganzen Flüchtlingsproblematik, die ja in der Zweifelsfrage ist, das fangen wir nicht an hier. Aber die Zeit wäre wahrscheinlich dann heute etwas zu lang. Lassen Sie mir so wie sagen, der Flüchtlingsstrom konnte ja mittlerweile deutlich verkleinert werden. Die Entscheidung der Bundesregierung, die westlichen Balkanländer als sichere Herkunftsstaaten zu deklarieren, das hat gezogen. Ähnliche Regelungen sollten wir in Kürze auch mit den Marrakesch-Staaten, also Tunesien, Algerien und Marokko getroffen werden, um die Zahlen der nordafrikanischen Zuwanderer deutlich zu begrenzen. Die Verteilung der Flüchtlinge in Europa, das ist ja das, was die Frau Merkel auch gerne möchte, das dürfte allerdings relativ schwer werden. Ich war in der letzten Woche 3 Tage in Warschau mit der Delegation der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Dort habe ich da mit der Opposition sprechen können, mit den Regierungsleuten und Stiftungen und so weiter. Und ich kann Ihnen und Rati verraten, was Sie wahrscheinlich schon ahnen, der Wille, Flüchtlinge aufzunehmen, ist in Polen äußerst begrenzt und liegt asymptotisch gegen Null. Und das gilt natürlich auch mit der Länder Ungarn, Tschechien, beiden Staaten. Schwieriges Kapitel. Ich sage das deshalb, weil der Erfolg der AfD ja im Zweifelsohne auch etwas damit zu tun hat. Und ich will mal auf das eigentliche Thema kommen, was unser Vorsitzender gerade eben schon sagte. Als wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, ich glaube, keiner von uns hätte geglaubt, dass die CDU als große Volkspartei und die SPD als kleinere Volkspartei zusammen möglicherweise nicht mal mehr die absolute Mehrheit bekommen. Das hätten wir damals mit Sicherheit nicht angenommen. Und ist aber passiert, Landtagswahl 2013. Und ich glaube, keiner von uns hätte geglaubt, dass die Union einmal jüngerer Partner wird der grünen Partei. So auch passiert bei Baden-Württemberg. Unser Stammland, muss man sagen. Und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte, dass wir jüngerer Partner jetzt werden in Baden-Württemberg. Und ich denke, keiner hätte auch geglaubt, dass die AfD aus dem Stand heraus die Viertel aller Stimmen erringt. Das ist in der Tat schon sagen. Aber das wird ebenfalls geschehen bei der Landtagswahl im März. Die Liste dieser gravierenden Veränderungen, wie jetzt die Parteilandschaft durcheinander gewirbelt wird, die könnte man natürlich noch fortsetzen. Aber das will man dabei drin lassen. Fest steht offensichtlich, ein erheblicher Teil unserer Wähler, aber auch Nicht-Wähler, sind offenbar unzufrieden und suchen Alternativen zu unserer Politik und glauben immer wieder zumindest mal einen Denkzettel geben zu müssen. Wie schwer stabile Regierungsbildung natürlich wäre unter solchen Umständen, das muss man sich auch mal ausmalen. Dann sollte sich der Trend bei der Bundestagswahl fortsetzen. Dann haben wir möglicherweise 6 Parteien im Deutschen Bundestag. Und ich darf verraten, mit 2 ist das schon ganz schwierig, Koalitionsverträge durchzuführen und Gesetze auf den Weg zu bringen. Und wenn man da 6 Parteien hat, braucht man ja wahrscheinlich 3 zur Regierungsbildung. Und das macht die ganze Geschichte natürlich noch viel schwerer und langsamer. Und vor allen Dingen, unsere Kernaussagen, die wir gerne reinhaben wollen, werden natürlich pausenlos dadurch verbessert. Denn man muss auf den Koalitionär pausenlos Rücksicht nehmen. Und das ist in der Politik ja so, der eine möchte dies, der andere jenes. Und irgendwo trifft man sich dann, aber meist bleibt von der eigentlichen Idee relativ wenig übrig. Ich denke, wir müssen auch nicht vergessen, dass auf die Länder ja noch fast überall
mit einbeziehen müssen beim Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, wenn wir drei Parteien im Bundestag haben und auch die Länder, das wird noch schwieriger, Gesetze zu verabschieden. Da hat es zum Beispiel jetzt der Herr Kaczynski in Polen relativ einfach. Der hat eine absolute Mehrheit und zieht das durch von oben bis unten. Ich darf Ihnen sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie hart man da rangeht, dass man quasi bis in die Schulen möglicherweise die Geschichte noch ein bisschen umdreht. Also ich meine, wir müssen die Entwicklung auf jeden Fall stoppen. Und die ehemaligen Wähler müssen wir wieder versuchen zu überzeugen. Vor allen Dingen, dass wir als große Volkspartei ja das gesamte Spektrum der Themen abdeckt und nicht wie die AfD sich ja spezialisieren kann auf ein, zwei Themen und meist recht unreflektiert nach vorne bringt. Der Erfolg der AfD erstaunt auf den ersten Blick, da die Rahmenbedingungen in Deutschland ausgesprochen gut sind. Im europäischen Vergleich sind wir einfach spitze. Und eigentlich hätten wir allen Grund anzunehmen, dass die Wähler mit uns zufrieden sind. Dennoch hat die AfD die politische Landschaft total durcheinander gebracht. Und wir müssen uns mal fragen, warum war die AfD in der Lage, so große Massen an Nichtwähler zu mobilisieren? Warum kehren die CDU-Wähler uns teilweise im Rücken? Ich denke, man muss auch mal sehen bei den Elefantenrunden, die wir so haben. Manchmal größere Elefanten, manchmal kleinere Elefanten. Aber immer kommt bei jeder Wahl heraus, wir haben gewonnen. In irgendeiner Form. Wir sind einfach nicht ehrlich, auch in den Analysen. Das geht los in der Europawahl, bei Bundestagswahlen, bei Landtagswahlen, bei Kommunalwahlen, ja selbst bei Unterbürgermeisterwahl. Wir haben immer irgendwie dann doch ein bisschen gewonnen. Wir müssen meiner Meinung nach ehrliche Analysen machen, um auch eine vernünftige Synthese zu kriegen. Und daran hakt es immer wieder. Ich denke zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Da waren wir ja sicher, wir würden gewinnen mit der Verglückung. Hat eine fantastische Figur gemacht. Von 40% sind wir runtergekommen und verlieren noch. Aber am Wahlabend hieß es, wir haben zwei Ziele verfolgt. Einmal wollte ich Ministerpräsident werden und das zweite Ziel war, dass die Regierung, so wie sie war, nicht weiter regieren kann. Dabei ist wohl immer wieder versucht, doch ein bisschen Gewinn daraus zu ziehen. Es wäre besser, man würde mal ehrlicher sein und ich denke, das müssen wir in der Zukunft auch machen. Mikrofon, bitte. So. Ja, so ist besser. Gut. Also dann wiederhole ich das nochmal, weil es das wichtig ist. Bei den Analysen, die wir anschließend an Wahlen machen, da gehen wir noch sehr locker mit um. Wir sind nicht bereit, mal ehrlich zuzugeben, wo haben wir verloren und warum haben wir vor allem verloren. Wir müssen das analysieren. Es ist ja schon interessant, dass die AfD eine so große Zahl an Nichtwählern in die Urne gebracht hat. Das muss uns ja wirklich zu denken geben, warum eigentlich? Wir freuen uns jedes Mal davon, und bei diesen Elefantenrunden können wir immer wieder, die Wahlentscheidung ist ja schlecht. Ja, die hat gezeigt, es geht offensichtlich auch anders. Also wir müssen uns unbedingt mal bemühen, vor allen Dingen die Situation in Deutschland, in Europa ist hervorragend. Trotzdem merken wir, dass ist immer mehr in Richtung rechts marschiert. Das ist in Frankreich so, das ist in Polen so, ja selbst in den USA hat man den Eindruck, dass die Richtung in rechts marschiert. Und das Phänomen, dass gerade auch junge Leute in der Analyse, junge Leute die AfD wählen, obwohl sie in ein Europa hineingeboren wurden, was sie die totale Freizügigkeit öffnet, dass die Hochschulabschlüsse anerkannt werden, zuletzt haben Frieden seit über 70 Jahren. Das muss doch zu denken geben, dass sie trotzdem die AfD wählen, die eigentlich kaum substanziell etwas bietet. Und wenn vor allen Dingen viele CDU-Wähler, oder eine ganze Reihe zumindest, die teilweise 10, 20 Jahre von der Union waren, uns den Rücken kehren, das muss uns ja noch mehr Sorgen bereiten. Ich will das ein bisschen abwenden. Es ist tatsächlich so, die AfD ist ja eine europaskeptische Partei, so ist sie auch gegründet worden. Und substanziell ist da nicht allzu viel. Die Flüchtlingskrise hat ihnen zweifelsohne massiv geholfen, sonst wären sie mit Sicherheit nicht zu so großen Wahlergebnissen gekommen. Ja, vor wenigen Monaten gab es sie ja quasi noch gar nicht. Aber wir sollten nicht glauben, dass das eine kurzfristige Episode ist.
Das fürchte ich nämlich nicht. Einmal haben Sie eine ganze Menge Leute aus Parteien, SPD und CDU vor allen Dingen, die genau wissen, wie Parteien ticken und wie man Strukturen aufbaut. Und aufgrund ihrer Wahlergebnisse jetzt in den drei Bundesländern im Westen, haben Sie natürlich viele Mandate und damit Geld. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Partei zu stabilisieren. Und da müssen wir schön aufpassen, dass wir nicht möglicherweise da hinten anhängen. Meines Erachtens braucht eine Diskussion insgesamt in unserem Land, die etwas breiter angesetzt ist als bislang. Und nur durch überzeugendes Handeln. Wir müssen an unsere Kernthemen wieder ran, also Wirtschaft als Basis für alle sozialen Dinge. Das diskutieren wir in unserer Partei schon so gut wie gar nicht mehr. Werden wir künftig machen, im Landtag wird das auch gemacht werden, wie ich mir sagen ließ, aber auf Bundesebene auch. Und wir müssen einfach mal klar machen, dass wir auch die innere Sicherheit bei uns auf Spanne kochen. Die äußere Sicherheit übrigens auch. Also in der Zwischenzeit haben viele Menschen wieder erkannt, dass wir nicht nur Freunde ringsum in Europa haben. Da gibt es erhebliche Probleme. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir für die Verteidigung auch mehr Geld ausgeben müssen. Wir haben über viele Jahre geträumt, es ist alles gut. Ist es aber nicht. Und wenn Sie sehen, wie aufgerüstet wird in Russland, wie es auch aufgerüstet wird in China, China besitzt komischerweise plötzlich Flugzeugträger. Man fragt sich, wozu eigentlich? Natürlich, wenn ich dort ein Potenzial nachher habe, dann brauche ich gar keinen Angriff zu fahren und deutlich zu machen, welche Inseln die alle gehören. Da sind die Südkoreaner von betroffen, da ist Taiwan von betroffen, die Japaner. Das sind riesige Probleme und wir dürfen uns nicht mehr überall wegducken. Dazu gehört aber auch, dass wir auch in der Lage sind, deutlich zu machen. Und die Cyberangriffe, die sind riesig, die wir in der Zwischenzeit haben. Auch in allen Bereichen, auch militärisch. Und wir müssen dagegen halten. Alles nicht ganz simple Dinge und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir immer noch glauben, dass wir in Disneyland leben. Das ist nicht so. Und die Ukraine hat uns ja deutlich gezeigt, was alles möglich ist. Und das ist ja nicht vorbei. Auch das wird heute vergessen. Und die Problematik, die wir haben, auch mit Griechenland, Türkei, beides NATO-Staaten, dass die miteinander Probleme haben. Also Probleme haben wir in der Tat genug. Und da müssen wir mal sehen, dass wir da möglichst den Frieden erhalten. Aber was mir auch wichtig ist, wie gesagt, die Kernthemen, die wir haben, soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft, innere äußere Sicherheit haben wir sträflich vernachlässigt. Und wir müssen uns nochmal daran erinnern, was wir alles auf den Weg gebracht haben. Ich spreche ja nicht mal nur von der deutschen Einheit, als wir die quasi festmacht mit Helmut Kohl, da war die SPD noch immer auf ganz anderer Tiefe. Die waren immer noch bei zwei Staaten. Da haben wir schon deutlich gemacht, die Einheit ist uns wichtig. Und die Union war die einzige Partei, die die Einheit wirklich verfolgt hat. Und die ökonomischen Erfolge, die wir haben, die sind ja auch riesig. Als die Frau Merkel anfing, vor einigen Jahren, da hatten wir 9% Arbeitslosigkeit. Also unser Land NRW ist ja langsam schon dran, da wieder hinzukommen, 8%, wie Rüdiger Scholz noch immer sagte. Aber wir haben in Bayern knapp 4% von der Arbeitslosigkeit. Es geht also auch völlig anders. Ja? Und da müssen wir hinkommen, dass wir unsere Wirtschaftskompetenz wieder deutlich haben. Also wir brauchen vor allen Dingen Aussagen, die bei den Bürgern ankommen. Und das ist immer Wirtschaft und insbesondere die innere Politik. Aber auch zu den Grünen. Das ist ja auch so gar nicht mehr bekannt. Die sich ja immer so als Heilsbringer bringen für Umweltschutz und so weiter. Ich erinnere mal daran, die Eltern von Ihnen, das ist ja noch in den 60er Jahren, der Wupperverband Leverkusen hat dann gemeinsam mit Bayer, damals noch Farmtarif in Bayer, zwei Flüsse verlegt, Deiche gebaut, Brücken gebaut, um Abwasser zu säubern. Das kostete damals etwa 300 Millionen, davon hat ca. 250 Millionen weitergetragen. Es sind also viele Dinge zu einer Zeit schon gemacht und da hat man gar keine Grün. Oder denken Sie an die Klopfmittel, Bleitetraziel, für früher viel 80 Gramm Blei pro Tag zurück auf die Straße. Haben wir alles nicht mehr. Also es gibt, eine ganze Reihe von Dingen, die wir im Bereich Arbeitsschutz, Umweltschutz gemacht haben, ohne dass wir den Grünen dazu brauchen. Jugendarbeitslosigkeit. Sind wir in Europa,
sind wir in Europa, hat die niedrigste Quote. Ja. Ja, schön, danke. Also wir haben, wie gesagt, die geringste Arbeitslosigkeit auch bei der Jugend. Das ist eine fantastische Sache. Wir haben die meisten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und die höchsten Steuereinnahmen, die es jemals in der Bundesrepublik hat. Das sind doch riesige Erfolge. Und wir haben in Deutschland, das einig ist, seit über einem Vierteljahrhundert. Und wir haben über 70 Jahre Frieden. Ich denke, wir müssen einfach mal die Dinge, die wir zum größten Teil befördert haben, nach vorne bringen. Und die gesamte Sozialgesetzgebung, das ist immer CDU-Politik gewesen. Und hin und wieder haben wir auch mit der FDP das zusammen gemacht. Aber denken Sie mir, die Pflegeversicherung als fast letzter Akt, großer Akt, Norbert Blüm. Das sind alles Dinge, mit denen wir anfangen können, und das müssen wir jetzt mal wirklich anfangen. Also, ich will es abkürzen, wie meine Vorgänger auch schon. Kein Bundesland schafft es so gut wie Nordrhein-Westfalen, sich hinten anzustellen. Das müssen wir ändern, das werden wir gemeinsam mit Rüdiger Scholz ändern. Und wenn wir die Wahl hier gewinnen, ist das natürlich ein starkes Signal für die Bundestagswahl, die wahrscheinlich im September 2017 sein wird. Und das könnte einen Drive geben. Deshalb bitte ich Sie alle, auch die heute Rüdiger nicht wählen konnten, wollten, dass wir gemeinsam die Dinge jetzt in Angriff nehmen und uns nicht klein machen, sondern die Dinge, die wir wirklich können, nach vorne tragen, gemeinsam. Ich habe das auch im letzten Parteitag auch schon gesagt. Wir sind eine Union und so sollten wir auch handeln. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Murmack. Gibt es Fragen? Herr Beuger. Nur eine kleine Ergänzung. Herr Novak hat gesagt, dass sich viele ärgern, wenn nach Wahlen immer wieder die Politiker erklären, wir hätten doch gewonnen. Es gibt dann noch ein weiteres Argument, das dann immer wieder wird, nach Wahlen, wo ich mich auch sehr darüber ärgere. Immer gesagt, wir konnten unsere Ziele nicht richtig rüberbringen. Wir müssen den Bürgern das noch erklären. Und dann erklären Sie mal jemanden, eine Politik, die dann in der eigenen Fraktion auch nicht rübergebracht werden kann bei jedem. Dann nun mal Flüchtlingspolitik, wissen wir ja, oder aber auch das andere Thema Euro. Da hat man ausdiskutiert in der Fraktion, das ist ganz klar, aber auch mit den Bayern, mit der CSU, und trotzdem hat das nicht gefruchtet. So, ja, und da kann auch der Bürger nicht gleich sagen, ja, ich habe es nicht richtig verstanden oder so, dass die Argumente sind dann eben geschwacht. Man würde dann nach dem Wahlergebnis dann einfach dazu schweigen, sonst macht man die Leute wütend. Ich werde jedes Mal, wenn gesagt wird, wir haben es nur nicht richtig rübergebracht, macht auch jeder. Vielen Dank, Herr Gabelka. Gibt es weitere Fragen oder Vorhalte? Auch nicht. Dann war der Vortrag von Helmut Novak erschöpft, fand ich auch übrigens, und ich danke dir sehr herzlich dafür. Man sieht auch an dieser Stelle, wie wertvoll es ist, wenn man einen Bundestagsabgeordneten hat. Und nachdem wir für den Rüdiger Scholz erfolgreich gekämpft haben, werden wir dann hoffentlich auch für den Helmut Novak wieder erfolgreich. Wir kommen jetzt zu Top 7 Anträgen. Es liegt Ihnen ein Initiativantrag des Observanz Steinbüchel in Person von Uli Müller vor. Dieser Initiativantrag ist begleitet von mehr als 20 Unterschriften und ist daher satzungsgemäß hier zu erörtern. Soweit ich weiß, Uli Müller möchte dazu vortragen, das würde ich auch sehr begrüßen. Ich will mir allerdings auch ziemlich kurz fassen. Wie kam es zu dem Antrag? Wenn wir im Ortsverband reden über das, was in unserer Umgebung passiert, dann stoßen wir immer wieder auf Dinge, die
Sie kennen es besser unter der Siedlung. Wir sind froh, dass wir den Begriff jetzt Wohnpark Steinbüschel haben. Da gibt es den Nachbarschaftstreff der Caritas, frühe Hilfen. Da gibt es von den Jugendwerken die Neuen, wo sich Jugendliche treffen können. Wir kriegen immer wieder mit die Situation in Kindergärten, was die Erzieherinnen dann zu schön haben, wenn am 1. August da 20 Kinder kommen, die Hälfte kann kein Deutsch und so weiter mehr. Wir kriegen das mit aus den Grundschulen und haben dann überlegt und haben gesagt, liebe Leute, wir müssen da einsehen, das würde ich eben anfügen an das, was Herr Burak sagte, wir müssen wirklich einsehen, dass auch in der Vergangenheit an einigen Stellen Integration nicht gelungen ist. Es geht nicht darum, mit dem Antrag zu bewerkstelligen, dass jemand, der irgendwann gekommen ist, 30 Jahre etwa aus der Türkei ist und kein Deutsch spricht, dass wir den noch irgendwie hier umgedreht kriegen. Das wird nicht gelingen. Aber etwa bei Kindern, Schülern und anderen, die willig sind, ein bisschen mehr zu tun, das, denke ich, ist unsere Aufgabenstellung. Und dazu, denke ich, ist dann ferner wichtig, dass wir nicht meinen, wir wüssten, was die alles brauchen und nötig hätten. Sondern dass Politik nur dann weiterkommt und wir dann weiterkommen, wenn wir wirklich bewusst in Erfahrung bringen wollen, was diese Menschen bewegt und was sie nötig brauchen. Das muss nicht materiell immer so riesig viel kosten. Also nochmal, ich bin der festen Überzeugung, wir müssen hinhören auf die anderen und deren wirkliche und artikulierte Bedürfnisse und Nöte annehmen. Es geht nicht darum, wessen die anderen Menschen bedürfen sollen, damit wir unsere Überzeugungen an den Mann oder die Frau bekommen. Diese Bewusstseinsänderung, diese Haltungsänderung, die, denke ich, müssen wir an den Tag legen, wenn wir dann mit vielen Menschen, mit vielen Gruppen, Kirchen, Gemeinden und so weiter ins Gespräch kommen, um das ein oder andere zu verbessern. Der Antrag ist sehr zurückhaltend formuliert, weil wir sagen, wir wollen mit Partei und Fraktion Verbesserungen versuchen zu erreichen. Wir sagen nicht, dass wir das Thema lösen wollen, lösen können. Wir können es, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, und Ehrlichkeit ist einer der Punkte, die für Politik dazugehört, wir können es insgesamt nicht lösen. Aber wenn ich dann sehe, etwa die städtischen Kindergärten, die kriegen in der Förderung entweder Kita Plus, das ist ein Paket, auch mit Sprachförderung, aber die anderen kriegen das Paket Sprachförderung nicht, weil man sagt, wir haben kein Geld. Wenn ich aber dann sehe, in einigen Kindergärten sind dann 50-60% ausländische Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dann kann ich nicht verstehen, warum es unsere Gesellschaft nicht trotzdem schafft, das Thema Sprachförderung da hineinzutragen und das Zusammenarbeiten mit Eltern und so weiter, auch mit ausländischen Eltern. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich mich da auf diesem Gebiet tummle und im Ortsverband wir laufend darüber reden. Aber wir können da, glaube ich, weil wir das alles im Prinzip wissen, wie die Situation ist, auch mit Angsträumen in der Stadt und so weiter. Ich will das jetzt eben wegen der Zeit auch nicht hier weiter vertiefen. Wir können da, denke ich, eine Menge erreichen an vielen, vielen kleinen Schritten. Und ich fordere Sie auf, lade Sie ein, mitzutun. Und der erste Schritt, der ist eben schon erwähnt worden, ist die von Partei und Fraktion getragene Diskussionsveranstaltung am 3. Mai im Forum. Wir denken, dass wir mit diesem Initiativantrag in der Stadt das eine oder andere bewegen können und bitten daher um Zustimmung. Vielen Dank, Uli Müller. Bevor ich um Wortmeldungen bitte, erlaube ich mir das selbst kurz was zu sagen. Ich begrüße diesen Antrag außerordentlich. Wie ich eben schon berichtet habe, hat der Vorstand eine solche Arbeitsgruppe bereits gebildet. Ich habe auch davon gesprochen, wie wohltuend das Miteinander mit der Fraktion ist. In diesem Sinne ist dieser Antrag von mir natürlich ganz besonders zu begrüßen.
Ich denke auch, dass wir auch da mit Gewaltenkräften wesentlich mehr noch erreichen können. Und deswegen werbe ich auch ausdrücklich für diesen Antrag. Gibt es Wortmeldungen? Ich habe den nicht. Ist der ausgeteilt? Ja, ja. Der ist aber frisch. Ich glaube, ich will den kurz zu verlesen, jedenfalls den Antrag als solchen. Die Begründung hat Rudi Müller ja vorgetragen. Der Kreisparteitag 1/2016 möge beschließen, die CDU Leverkusen befasst sich in einer Arbeitsgruppe aus Partei und Fraktion mit Aspekten der Integration, zeigt Defizite auf und erarbeitet konstruktive Vorschläge zu Verbesserungen des Problems. Fragen dazu? Oder Anmerkung? Eine kurze Einladung. Ich finde den Antrag sehr gut. Vor allen Dingen, Müller, das sehen auch deutlich machen, dass wir hier dort anpacken müssen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wir was Positives bedeuten, relativ groß ist. Wir haben ja am Anfang, als der Flüchtlingsstrom begann, immer erzählt bekommen, wir können damit die demografischen Probleme lösen. Und möglicherweise dann die Renten aufstocken. Oder aber wir können das Facharbeiterproblem damit lösen. Jeder wusste, dass das weitgehender Unfug ist. Aber wir müssen eben da ansetzen, und das kann ich auch verstehen und absolut unterstreichen, wo es möglich ist. Und das ist wirklich die Zielgruppe. Vielen Dank, Herr Mutlubak, Herr Dr. Schaffer. Ich wollte nur ganz kurz bekannt geben, ein kleines Tröpflein wird auch die Leverkusener Tafel beibringen zur Integration, weil wir jedes Jahr eine Schulranzenaktion durchführen. Das liegt mir besonders am Herzen, dass eben die Kinder der Flüchtlinge und der Bedürftigen mit einem schönen Schulranzen ihre Schulzeit beginnen können und dann mit stolzem Herzen da reingehen in die Schule. Und das ist zwar nur ein kleiner Tropfen, weil wir haben um die 50, 60 Schulranzen, die wir verteilen. Aber ich würde sagen, wenn noch viele solche Tropfen dazukommen, dann wird das gelingen. Danke, Dr. Schaffel. Weitere Wortmeldungen oder Fragen? Das sehe ich nicht. Dann können wir zur Abstimmung kommen über den Initiativantrag. Und ich frage zunächst einmal an, ob Einverständnis besteht, dass durch Kartenzeichen. Da erhebt sich offenbar kein Widerspruch. Wer stimmt dem Initiativantrag zu? Gibt es Gegenstimmen? Das sehe ich nicht. Enthaltungen auch nicht. Einstimmig angenommen. Ich danke Ihnen sehr vielmals. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Top 8 Verschiedenes. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Top 9 Schlusswort. Das Schlusswort möchte ich beschränken auf den Dank für Ihre Anwesenheit, den Dank für Ihre Geduld, die Aufmerksamkeit, den Dank an Rudi Müller für diesen hervorragenden Antrag und mit dem Wunsch auf ein schönes Wochenende. Ganz besonderer Dank aber gilt den zahlreichen Helfern, die heute hier sehr massiv zu arbeiten hatten und insbesondere natürlich unserer Geschäftsführerin, die das Ganze vorbereitet hat und auch im Nachgang auch die meiste Arbeit geleistet hat. Und jetzt verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Heimweg und ein schönes Wochenende.